Fleischvögel. Hallo zusammen, heute machen wir zusammen Fleischvögel und das zwar auf meine Art und nicht irgend nach einem Originalrezept. Für 5 Personen gebe ich 700 Gramm Hackfleisch in eine Schüssel, 300 Gramm Kalbsbrät dazu und würze das mit ein bisschen Paprika, Pfeffer, ein bisschen Muskatnuss und schön Salz. Und tue es nachher gut verkneten. Dann formen wir 10 längliche Schläuche, sage ich jetzt einmal. Das ist übrigens ein Rezept für solche, die vorgeschritten sind im Essen, also solche mit Bauch wie ich. Ich tue 2 Fleischvögel pro Person auf den Teller. Für alle anderen, die dürfen natürlich auch ein halbes Rezept machen. Dann nehme ich 1 Brotspeck, sprich Frühstückspeck, und umwickle ihn so. Dann brauchen wir insgesamt für 10 Stück natürlich 10 Saftplätzchen. Am besten von der Unterspalte vom Rind. Schön flach geklopft. Dann geben wir unsere Rollen rein und rollen es schön auf. Wenn es schön gross ist, müssen wir keinen Zahnstocher rein tun. Wichtig ist einfach beim Anbraten auf der Verschlussseite zuerst anbraten. Und sonst kann man natürlich, wenn man will, auch einen Zahnstocher rein tun. Ich tue jetzt zum Zeigen gleich schnell einen rein. Da immer so reinstossen, dass er quer durch ist, das verhebt. Dann tun wir es ringsum noch ein bisschen mit Salz und Pfeffer würzen. Dann brauchen wir noch 2 Zwiebeln, grob gewürfelt, 2 Knoblauchzehen, einen halben Sellerie und 2 Rüebli grob gewürfelt, ein bisschen Rosmarin und Thymian, 30 Gramm Butter zum Anbraten, 2 Dezi Rotwein und 8 Dezi Bratensauce. Dann erhitzen wir die Butter in einem Schmortopf und dann, wie gesagt, mit der Verschlussseite nach unten unsere Vögel reinlegen, portionenweise anbraten, 3-4 Minuten pro Seite und nachher rausnehmen. Dann nehmen wir ganz kurz Gemüse, Zwiebeln und Knoblauch innen anbraten. Dann löschen wir es mit dem Rotwein ab und lassen es etwa 2 Minuten einkochen. Dann geben wir Bratensauce dazu, Rosmarin und Thymian und lassen das Ganze kurz aufkochen. Sobald es aufgekocht hat, legen wir die Vögel wieder rein, reduzieren die Hitze auf eine tiefe Stufe. Ich mache das auf Stufe 2 von 9. Und Echo drauf. Und jetzt lassen wir es schmoren. Da kommt jetzt ein bisschen auf die Qualität des Saftplätzchen an. So zwischen 1 und 1,5 Stunden. Und damit ihr eine Gabel reinstecht und sich einfach wieder löst, ist es gut. Etwa nach einer Stunde mal schauen. Fertig sind unsere Fleischvögel. Am besten servieren wir sie jetzt mit Hähnchenstock. Ich wünsche einen guten Zusammen.